Aber was ich fest glaube, ist, dass alles, was mir passiert, meine Reise und die Reise derer, die ich treffe, dass die nicht einfach nur aus reinem Zufall passiert. Hallo und ein herzliches Grüß Gott zu Vollwert. Was Künstler bewegt, interessiert uns. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute in Ludwigsburg im Studio Amo l'Italia. Ich liebe Italien. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, der für mich was Besonderes darstellt. Denn wir kennen uns schon seit vielen Jahren, allerdings in völlig anderen Zusammenhängen. Christian Besau und heute als Künstler unter dem Namen Chris Brandon. Christian, vielleicht kannst du dieses Mal mich einführen, so wie früher in den anderen Sendungen. Gern, hi, schönen guten Tag. Das ist ein Vergnügen, denn ganz ursprünglich war es so, dass ich ein Moderator war einer TV-Sendung und wir beide haben uns gekümmert um Lebenshilfethemen, Lebenskrisen, Lebensberatung. Und da durfte ich dich ganz oft interviewen und befragen. Schöner Rollentausch. Ja. Und heute geht es zum Glück nicht um Krisen, obwohl Krisen ja auch besondere Situationen sind, die Menschen herausfordern, im Positiven, nicht nur im Negativen, sondern es geht um eine Herausforderung, die du angenommen hast. Du bist auf die Bühne gegangen, hast deine Songs anderen Menschen präsentiert, nicht nur die Stimme im Radio. Was hat dich dazu bewogen? Die wollen raus, die Songs. Was hat mich bewogen? Vitamin C. Nein, es gab in meinem Leben ein verhängnisvolles Erlebnis. So ungefähr mit 5 Jahren klaute ich im elterlichen Haus eine damals noch analoge Kassette. Und das, was da drauf war, klang ganz anders als der Schlager aus dem Radio. Da waren die Rock'n'Roll-Klassiker drauf. Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis. Und irgendwie ahnte ich, das ist ein Notausgang. Das ist ein Ventil. Das ist eine Sache, die kann man zu seiner eigenen Sache machen. Ich sage immer, Rock'n'Roll ist gut gegen Kopfschmerzen. Der einzige Krach, der gegen Migräne hilft. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich war dann irgendwie im Schulalter mit dem Ohr an der Tür, wo die großen Jungs spielten und wollte einmal reingelassen werden und jahrelang auf die Chance gewartet und so weiter. Und da war es passiert. Ich glaube, das ist so ein Spark. Das geht einmal an, diese Flamme, und dann brennt die aber auch. Ich bleibe mal ganz kurz an dem Thema Ohr hängen. Du hast es jetzt mehrfach betont, denn tatsächlich ist das Ohr für dich eins der wesentlichen Zugänge zur Welt, weil die Augen da nicht ganz so mitspielen. Kannst du uns vielleicht ganz kurz sagen, was dann möglicherweise anders ist als bei anderen Menschen? Tja, erstmal fehlt mir natürlich der Vergleich. Ja. Ich bin tatsächlich blind auf die Welt gekommen. Ein Sauerstoffausfall bei der Geburt war die Ursache dafür. Die Ohren sind, glaube ich, nicht größer geworden dadurch. Und man hört wahrscheinlich physisch auch nicht besser, wenn man es misst. Aber vielleicht passt man einfach auf in einem anderen Sinne, wenn man Worte hört. Einfach, weil es das einzige Geländer ist, was oft da ist. Mhm. Ich glaube, das ist bei der Musik eine Riesenbrücke. Und mir fällt schon auf, dass man sehr genau bei Musik hinhört und dass man dann merkt, okay, das tust du wahrscheinlich, weil sonst kein anderer Reiz in dem Moment da ist. Mhm. Das heißt auch eine andere Konzentration eventuell? Ja, an guten Tagen. Okay, nehmen wir es einfach mal an. Nehmen wir es doch mal an, genau. Aber für dich war es auch der Unterschied. Du hast bisher andere Musik gehört als kleines Kind und jetzt gab es so eine Initialzündung. Oh ja. Hast du dann gleich mitgesungen und wie haben die Eltern reagiert? Ja, furchtbar. Also haben natürlich logischerweise gehofft, er möge doch mal wieder aufhören und es wurde halt immer schlimmer. Mit den Jahren habe ich dann gemerkt, was ich wirklich machen möchte. Also ich will gar nicht bei der Musik, die ich damals klaute, stehen bleiben, sondern ich würde gerne das Flavor der Südstaaten, also den Blues, den Soul, auch ein bisschen Country und Folk, das würde ich gerne als kleines Gewürz hineinpacken in gute Popsongs, die irgendwie aber auch eine Bedeutung und einen Inhalt mitbringen. Get close. Get close. The battle is good. Get close. Come gather around. Closer for the vain to come. Sing all the songs that can't be sung.
things that can't be done. Dance like a naked one, fake bottom girls. You are to be seen, to step out in the show. Das heißt, auch von Anfang an war schon eine Konzentration auf die Stimme. Gab es auch andere Instrumente, die dich gereizt haben? Ja, noch schlimmere. Ich bin gelernter Schlagzeuger. Das lieben die Eltern ganz besonders. Da weiß man ganz schnell, wer die eigenen Freunde sind und wer nicht. Mhm. Das ist richtig, ja. Aber die Stimme hat es dir dann doch, war das Wesentliche. Und ab wann hast du das so erkannt? Ich habe im Studium in Köln einen Talentwettbewerb gemacht, ursprünglich um Leute kennenzulernen in der neuen Umgebung. Und dann stellte ich fest, mein Gott, du bist hier in ein riesen Stadion geraten, da stehen jetzt 4000 Menschen. Und ich habe dann schon gespürt, wenn du so verrückt bist, so crazy und das machst, dann offensichtlich musst du das lieben. Weil ein normaler Mensch würde sagen, jetzt gehe ich. Und insofern habe ich schon festgestellt, da schlägt einfach das Herz dafür. Ich mag es, wenn die Bühne zum Wohnzimmer wird. Wenn man einfach so ein bisschen aus dem Leben erzählt, wenn man Spaß hat, anfängt zu lachen auf der Bühne, spontane Songs aus dem Publikum aufschnappt, die spielt. So dieser Dialog. Also nicht die langsame Abwanderung. Phil Collins hat ja tatsächlich hauptsächlich als Schlagzeuger begonnen. Und als Peter Gabriel weg war, hat er die Gesangsstimme. Udo Lindenberg als Schlagzeuger. Ja. Für dich war es aber die Stimme dann schon gleich. Ich wollte mich nicht hinter dem Schlagzeug auf der Bühne verstecken. Ich liebe das, aber ich wollte direkten Kontakt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen dran, wenn du dein Publikum nicht siehst, dann willst du schon wenigstens nah dran sein. Vielleicht ist das auch ein Grund. Ich kenne jetzt bei dir die zeitlichen Abläufe nicht so genau. Ist das parallel dann zur Karriere als Radiomoderator gewesen oder als Journalist? Ja, das war parallel. Hätte es ein Studienfach Rock'n'Roll gegeben, hätte ich es wahrscheinlich belegt. Aber ich habe mir schon immer überlegt, was willst du noch machen? Und habe heute einfach irgendwie die Balance gefunden. So für mich ist das Radiomachen, das mit Menschen sprechen, über ihr Leben, über ihre Geschichten, das ist der Kopf. Und der Rock'n'Roll, das ist einfach der Bauch. Und weiß ich nicht, ich brauche diese Doppelbindung. Mhm. Apropos Doppelbindung, du hast ja dann ganz bewusst auch einen anderen Namen gewählt, wobei Besau ja eigentlich auch als Künstlername durchgegangen wäre. Der Christian Besau, ja, der ist halt, den Namen gibt es nicht so oft, gutes Alleinstellungsmerkmal, aber es war der Produzent Jack White, der mich, würde man das sagen, der hat mich entdeckt, wäre glaube ich die offizielle Sprachregelung so. Jack White hat sehr viel einfach auch getan für mich und für uns am Anfang. Und über die Firma BMG war dann schon klar, wenn der Englisch singt und die Südstaaten im Blut hat, dann ist Christian Besau einfach nicht so der Hit. Und dann habe ich auf meinen Initialen bestanden, CB, weil ich einfach irgendwie fand meine Identität nicht das Problem. Und dann wurde daraus der Chris Brown. Words are like a poetic song, and I wanna sing along. Be the soundtrack to your dream, but I can't do that, it seems. Here I go, can't find the right words to lay them on the line. Funny freeze, right on time, and I can make a rain cloud shine. When it comes to you, I'm speechless. My heart is beating fast, my strength becomes my weakness. And I lose a fight at last when it comes to you. I'm speechless, it's hard to even breathe. I'm a prisoner of your sweetness, and I love you, I confess. But what if my love is needless? What if you couldn't care less? Du hast das, wie gesagt, dann lange Jahre tatsächlich parallel gemacht. Oder stand die Musikerkarriere zunächst wirklich im Vordergrund? Ich wollte immer beides machen. Ich fand das, das kommt so ein bisschen, glaube ich, von so einer Grundeinstellung. Ich weiß noch, dass mich als Kind immer die Frage ganz brennend interessiert hat. Wenn ich aus meiner Stadt herausfahre, was ist auf der anderen Seite der Stadt? Was kommt da? Und wenn ich die Stadt in eine andere Richtung verlasse, dann muss doch was ganz anderes kommen. Ich wollte schon immer sehen, was da noch
ist. Mhm. Und das hat mich auf der Bühne interessiert, das hat mich beim Songschreiben begeistert und interessiert und es hat mich in meinem zweiten Standbein und dem Beruf, den ich ergriffen habe, nämlich im Bereich Radio, wahnsinnig interessiert. Mhm. Und eigentlich mache ich bisher oder seit all dieser Zeit nichts anderes, als auf die andere Seite der Stadt zu schauen, zu gucken, was da ist. Ich erinnere mich, dass, als wir uns frisch kennengelernt haben, dass du mir mal eine CD zugesteckt hast. Aber damals bist du mir, ich sag's jetzt mal, in Charts oder auf einer Playlist nicht begegnet. Jetzt sieht's völlig anders aus. Jetzt hast du ja plötzlich einen Hit sogar in den USA gelandet. Ja. Wie kann sowas passieren? Oh, manchmal kommt man zu Dingen auch wie die Jungfrau zum Kind. Manchmal lernt man jemanden kennen, schüttelt jemand die Hand, der jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt. Ich sehe das Leben als Reise. Und man ist unterwegs, manchmal in einem merkwürdigen Land, dann verdient man das Geld für die Weiterreise, manchmal gefällt es einem. Und in meinem Fall war es einfach so, ich habe zur richtigen Zeit die richtigen Leute getroffen. Und dann hatten wir einen fertig produzierten Titel und einen Promoter in den USA, eine Promoterin, die gesagt hat, boah, I can help you. Wirklich. Ja. Und da war sehr viel Einsatz von allen Seiten und dann standen wir letztes Jahr tatsächlich bis auf Platz 2 in den US New Music Weekly Country Charts, so heißt das. Das ist eine nationale Hitparade und das klingt gar nicht nach Johnny Cash oder Country, sondern auch diese Musik ist jünger geworden, hat Pop-Einflüsse. Und zur gleichen Zeit haben wir 4 Awards beim Deutschen Rock- und Pop-Preis nach Hause mitnehmen können und es waren 4 erste Awards. Da ist einfach in kurzer Zeit wahnsinnig viel passiert. Und das kann ich vielleicht noch erzählen. Die Geschichte war sehr lustig. Eines Tages klingelt mein Telefon zu Hause und da ist ein Mr. Presley dran. Mhm. Elvis war es nicht, aber... Ah, der lebt dann doch nicht mehr. Ja, aber sein Großcousin Ryan Presley, der mir erzählt hat, dass die Wurzeln von Elvis Presley in meiner jetzigen Heimat an der Deutschen Weinstraße liegen, von wo die Familie stammt. Und die suchten Partner dort in der Gegend. Mhm. Und plötzlich haben wir ein gemeinsames Projekt gemacht, Rhineland to Graceland, wie das Haus von Elvis. Und da wurde dann ein gleichnamiger Song draus. Und das war unser Debüt in den USA. Und was das Allerschönste daran ist, Ryan und ich, wir sind heute wirklich richtig, richtig dicke Freunde geworden. Und ich denke irgendwie, wenn du das mitnehmen kannst, dann hat sich das alles schon gelohnt. Jetzt hast du natürlich in der Erklärung eine Schnellstraße benutzt. Tatsächlich ist es nicht so einfach, einen Hit zu landen. Da gehört ja nicht nur ein guter Promoter und eine tolle Melodie dazu, sondern es muss ja auch ein Stück weit ein Zeitgefühl packen oder dich als Songwriter. Da sind ja auch Herz und Schmerz und andere Gedanken in den Song hineingepackt. Der eigene Herzschmerz nicht immer, aber doch klar. War es vielleicht auch das Thema, das einfach gerade richtig gezündet hat? Ganz ehrlich, ich glaube, manchmal... Das ist zu langweilig, jetzt hier zu sagen, naja, ich habe es richtig gemacht. Mhm. Und dann habe ich auch mit den genau richtigen Leuten gesprochen. Und genau die richtigen Knöpfe habe ich auch gedrückt. Sondern bei unseren im Studium früheren Talentwettbewerben habe ich manchmal gesehen, ich stand so auf dem Siegertreppchen am Schluss und neben mir war die Konkurrenz und die war super, super gut. Mhm. Und ich glaube nicht, dass alles nur davon abhängt, was man selber tut. Ich sehe uns Menschen im Leben aufgerufen, unser Allerbestes zu geben. Und ich habe für diesen Traum sehr viel gearbeitet. Mhm. Aber dann gibt es schon Higher Power und andere Faktoren, die einem auch helfen. Ich fände das langweilig, jetzt hier zu sagen, das war ich. Und weil das auf meiner Agenda stand, kam das dabei raus. So berechenbar kann das nicht laufen. Ja. Ich glaube aber schon, dass man vorsichtig sein muss mit Dingen, die man sich wünscht. Be careful what you wish for, it may all come true. Eines Tages kommt das, was man sich wünscht, vielleicht doch. Und ich habe mir das gewünscht, klar. Love is good, it gets you suddenly. Takes your mind, body and soul. Makes you feel good, especially when it's uncontrolled. Then it becomes another tune. You wanna fight it much too soon, and it's hard to find somebody else to blame. When the fight is on, you see who's your friend or enemy, and the heavy clouds around you bring the rain. I shouldn't love you like I shouldn't feel the sun. My heat is taking over, there's nowhere to run. Did I love you? Or did our bodies take the lead? Yes,
just before the battle had begun. I shouldn't love you like I shouldn't fear my son. But the heat is taking over, there's nowhere to run. Did I love you? Or did our bodies take the lead just before the battle had begun? Du hast natürlich jetzt auch wieder sehr viel durch die Blume gesprochen. Tatsächlich bist du ja für eine christliche Organisation tätig. Das heißt, für dich ist Higher Power wahrscheinlich trotz journalistischer Distanz, die dir dort immer abverlangt wird, schon ein bisschen auf der Seite, dass du sagst, naja, für mich spielt Gott auch eine Rolle. Ja, ich glaube, das ist so schwierig geworden, das heutzutage irgendwie zu formulieren, weil uns schauen viele Menschen zu, für die ist das nicht der Fall. Ja. Mhm. Aber warum kam ich in die Charts? Es gibt unglaublich viele Musiker da draußen, die super, super gute Musik machen. Und es passiert so nicht. Und umgekehrt habe ich mir auch überlegt, kriegst du im Leben mal auf die Nuschel, was hier passiert. Wenn man viel investiert, gibt es auch mal drauf. Oder ein Ball findet nicht das Tor. Da muss es etwas geben, was das regelt. Und ich will gar nicht streiten, vielleicht nennen viele Menschen das nicht Gott oder so. Ich tue es, weil ich so aufgewachsen bin. Und weil das meine Vokabel dafür ist. Aber was ich fest glaube, ist, dass alles, was mir passiert, meine Reise und die Reise derer, die ich treffe, dass die nicht einfach nur aus reinem Zufall passiert. Spiegelt sich das direkt in den Songs oder versuchst du hier auch eher Metaphern zu finden? Oh, im aktuellen Song Speechless zum Beispiel. Ja. Da geht es schon darum, dass Begegnungen schicksalhaft sein können. Ich habe mich schon immer gewundert, warum viele Künstler ausschließlich Musik machen, die christlich motiviert ist, und andere Künstler machen Musik, die ausschließlich nicht christlich motiviert ist. Ja. Das ist eine merkwürdige Trennung. Ich habe kein Missionsbewusstsein, aber ich für mich habe meine Story, mein Leben, meine Geschichte und weiß, ohne Higher Power wäre ich nicht am gleichen Ort. Jetzt haben wir Speechless vorliegen, wird auch in der Sendung gespielt. Du bist aber nicht sprachlos geblieben, weder im Song noch sonst. Passiert selten. Was kommt danach? Oh. Oder hast du schon was im Blick, wo du sagst, das ist noch ein Thema, das möchte ich unbedingt gesungen oder ich sage es jetzt mal wirklich, singen heißt ja direkt ins Herz hinein transportieren. Das möchte ich gern meinen Mitmenschen sagen. Ja, mit etwas weniger Sendungsbewusstsein, aber auf jeden Fall. Also ich liebe gelegentlich die Lyrics und Texte von Bob Dylan. I saw a highway of diamonds with nobody on it. Ich sah diese Autobahn voller Diamanten und niemand war drauf. Und ich glaube, das ist so. Ganz oft gibt es einen freien Weg, den man einfach nicht sehen kann selbst. Manchmal findet man ihn dann doch. Und ich will es ausdrücken. Also wir sind jetzt in der Phase, weil wir ja auch alle Musiker können, Corona-bedingt nicht so viel auftreten wie sonst. Und in dieser Location hier, in der wir gerade sitzen, da entstehen gerade neue Songs. Und ich freue mich, dass wir auch ein paar davon sehen können und spielen heute eben auch für euch in dieser Sendung. Und es geht genau darum, neue Songs zu machen und die Highway mit Diamanten zu finden, auf der noch keiner ist. Und einfach davon zu erzählen, was bewegt im Leben, was zählt. I sit in here with no one wait. Play with your broken toys, prodigal son. Yeah. Catch up on all the walkaways. Let's join the other boys, prodigal son. Ah. Yeah. You are to be seen. To stare out in the show. Closer.
jetzt blende ich nochmal zurück auf den Fünfjährigen, der einen Song hört oder mehrere Songs hört, die bei ihm etwas zünden, weil sie eine andere Rhythmik haben, weil sie vielleicht auch in einer anderen Sprache sind, weil sie irgendwie ein Lebensgefühl ausdrücken. Hast du das Gefühl, dass heute ein Fünfjähriger oder ein Zehnjähriger oder ein 15-Jähriger noch so eine neue Welt entdecken kann oder gibt es einfach schon alles? Ach, es gibt so viel zu entdecken. Also erstmal glaube ich, ein Grundding von uns Menschen, wir müssen jeden Tag staunen können. Mhm. Über das, was neu ist, genauso wie über den Sonnenaufgang, den wir schon ganz oft erlebt haben. Und wenn ein Musiksound an mein Ohr dringt und der ist gut und der bewegt mein Herz und der nimmt mich mit. Ich kann mich erinnern, dass mir das mal im heutigen Kroatien passiert ist, wo plötzlich ältere Frauen in Trachten an der Straße standen und die sangen. Und ich sage zu meiner Tochter, guck mal, die singen mitten in unser Herz, mitten rein. Es war nicht meine Musik, aber es war mitten ins Herz. Und sie sagt natürlich altersgemäß, Papa, du bist eine Schnulze, und da hat sie auch recht. Aber ich glaube schon, dass es wahnsinnig viel zu entdecken gibt, dass Musik weiter sich verändern wird. Und vor allem glaube ich, dass die Musik heute so verfügbar ist, das macht sie auf der einen Seite inflationär. Also vor 30 Jahren ein neues Album der Dire Straits, das war plötzlich Thema in der Straßenbahn. Die Menschen sprachen im Zug drüber. Heute ist es natürlich so, ein neues Album von Adele, das läuft, verkauft sich sehr, sehr gut, aber es ist nicht, Musik hat, glaube ich, so ein bisschen einen Inflationscharakter bekommen, weil man es überall Musik finden kann. Aber da liegt natürlich auch eine wahnsinnige Chance, wenn man heute mal Online-Medien befragt und ein bisschen durchklickt und was man da alles für Horizonterweiterungen feststellt, was es alles gibt da draußen. Konzerte, kleinere, wie viele Leute interessante Musik machen, damit experimentieren und so weiter. Staunen ist einfach ein wichtiger Punkt im Leben. Das übernehme ich gern nochmal als ein Schlusswort auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, Sie konnten heute auch ein bisschen staunen, und das wünschen wir Ihnen von Herzen, nicht nur Chris Brandon, Christian Besau, dass er weiterhin Menschen zum Staunen bringt, aber auch ins Herz hineinsingt, sondern dass Sie selber in Ihrer Umgebung vielleicht mit einer ganz anderen Musik ganz neu staunen lernen. Und ich hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, heute mit uns ein Stück weit so eine Spur zu verfolgen, wo einer selber zum Staunen kam. An dieser Stelle freue ich mich natürlich auch, wenn Sie den gleichen Sendeplatz wieder einschalten, wo es heißt Vollwert kreative Köpfe aus Musik und Kultur, entweder im TV oder auch direkt im Netz. Auf Wiedersehen. Say my love is needless, but I know I couldn't care less. I'm speechless, my heart is beating fast. My strength becomes my weakness, and I lose a fight at last when it comes to you. I'm speechless, it's hard to even breathe. Well, I'm a prisoner of your sweetness, and I love you, I confess. You say my love is needless, but I know careless.